Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Na, liebe Freunde, ach Gott, es geht schon wieder los hier. Auf ein neues. Ich mache hier natürlich direkt mal die Zeit an, machen wir ganz schnell. In der letzten Folge haben wir hier unsere Handelsrouten an den Start gebracht. Und ich habe auch schon Bestätigung bekommen, dass es ja eigentlich ganz gut aussieht alles, oder? Also, unser Zug, zumindest momentan der Zug, der von Matzenbach nach Neuenheiligen fährt, der ist eigentlich ganz gut ausgelastet. Und ich glaube, dass Biersackschlag natürlich auch bald einen Boom erleben wird. Natürlich hängt der Boom ja auch mit der Nahrungsversorgung zusammen. Und die haben wir ja zumindest mal in Matzenbach und Biersackschlag an den Start gebracht. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt demnächst vielleicht noch Neuenheiligen dazu nehmen, ne? Ist die Frage. So, dann hatte jetzt aber der gute, muss ich jetzt nämlich nochmal gucken hier, der gute Steffen, der hat mir nämlich irgendwie wieder geschrieben, dass ich in Matzenbach irgendwelche Straßen verbinde und damit da die Reichweite des Depots vergrößere. Ich glaube, er meint das hier. Kann das sein? Wenn ich die verbinde da vielleicht. Ist das die? Ja, aber da reiße ich hier ein Haus ab, ne? Ich habe überhaupt kein Geld. Freunde. Ich kann gar nichts verbinden. Aber er hat recht. Hier geht die Straße des Depots. Das heißt, hier würden vielleicht noch ein paar Häuser. Oder meint er... Was meint er? Nee, warte mal. Ich könnte ihn natürlich... Ja. Das meinst du doch, oder? Es reicht eigentlich zu wissen, dass wenn man Straßen neu baut, dass sich dann die Reichweite verbessert. Hä? Das verstehe ich wiederum nicht. Wenn man Straßen neu baut. Ja, was denn für Straßen? Hier eine Straße durchziehen und dann bauen sich da neue Häuser, oder wie meinst du das? Ich weiß es nicht. Schreib mir das nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass du das hier meinst, dass ich das verbinden soll hier. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Weil die Stadt wächst doch von alleine, oder muss ich selber die Infrastruktur der Stadt gewährleisten? Das ist natürlich auch mal eine gute Frage, ne? Aber ich glaube, die wachsen, aber wir müssen das mal im Auge behalten. Macht euch mal ein Bild, wie Matzenbach jetzt aussieht. Wir gucken das in ein paar Folgen nochmal an. Habt ihr gemacht, ne? So. Ich habe das Gefühl, dass die Straßen sich halt auch selber da so entwickeln und verzweigen. Sicher bin ich mir da natürlich nicht. Ich habe noch nie eine Großstadt gesehen. Kann auch sein, dass wir die Straßen bauen müssen. Ach, hier. Gucken wir uns die Züge mal an. 50 sind da schon drin. Und hier sind 20 drin. Okay. Ja, müssen jetzt mal drauf achten gleich, ob wir momentan einen Plus machen oder nicht. Aber das hier gab schon wieder 200.000. Und hier unten warten auch schon einige. Müssen mal gucken, wie sieht's denn überhaupt aus mit 31% haben wir momentan Nahrungsversorgung. Ihr merkt übrigens, mir geht's schon wieder besser. Danke für eure Genesungswünsche. Es geht auf jeden Fall schon mal besser. Die Nase läuft nicht mehr. Sie ist nur ein bisschen belegt, sagen wir mal so. Ich höre mich so ein bisschen nasal an, wenn ihr das merkt. Ach, rede ich als Maul. Was heißt das hier eigentlich? Ach so, Linienbenutzung, 11%, okay. Ja. Es ist momentan noch nicht alles ausgeklügelt hier. Haben die, sind die. Na, guck mal, der hat überhaupt nichts. Da haben viele nix. Was wahrscheinlich daran liegt, dass Monsieur verarbeitender Betrieb hier einfach nicht so viel zu verarbeiten hat, richtig? Das heißt, wir müssen hier mal noch mehr runterschicken. Ja, hier guck mal, wie viele da sind. Scheiße. Gucken wir uns mal die Finanzen an. Wir haben 60.000 plus gemacht, immerhin in dem Jahr. Trotzdem sieht das mit der Linien, also mit der Nahrungslinie sieht das irgendwie, glaube ich, nicht so gut aus insgesamt. Was ist denn da eigentlich? Dann machen wir so 100.000 im Jahr.
Die Bevölkerung. 235, müssen wir auch mal einen Blick halten. 185. Ja, ist ja die Frage, wie schnell die so wächst, ne? Jetzt sind nur 37 Leute hier drin. Ja. Sieht vielleicht doch nicht so gut aus momentan. Muss ich noch mehr Geld in die Hand nehmen, oder was? Ich brauche hier mehr verarbeitendes Zeug. Die Linie 3 ist das doch, ne? Die muss ausgebaut werden. Da brauche ich mal mehr Fahrzeuge. Aber ich habe keinen Bock, Kredit aufzunehmen jetzt schon wieder. Eigentlich. Okay, der ist fast voll. Wird aber in diesem Jahr wohl nicht mehr ankommen. Ach nee, geht das schon wieder los, ey. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Nee, das kriegen wir schon irgendwie hin. Guck mal hier. Warten ja jetzt doch schon einige. Die wollen natürlich jetzt nicht alle nach Matzenbach, aber trotzdem. 42 immerhin. Linie 5, 25 warten. 25, was können die laden? 4 oder 5? 4, ne? Das sind doch die alten, ne? Ja. Das sind ja nicht mal 5 Stück, das sind ja nicht mal 6 Stück voll. Doch, sind 6, aber nicht 7. Also da ist zu wenig Zeug. Ach, das ist doch blöd. Ich muss das anders machen. Ich muss die Linie ändern. Und zwar die Linie 5. Wir fahren ja von hier nach Matzenbach. Da soll jetzt noch eine dazukommen. Und zwar hier. Zack. Also fahren die von da nach Matzenbach und von Matzenbach nach Matzenbach Nord, laden ein und fahren wieder nach da. Das heißt, die bringen nämlich dann auch noch Zeug mit. Das ist doch viel sinnvoller. Oder? Müsste doch eigentlich sinnvoll sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Wenn ihr mich fragt, ist das sinnvoll. Weil jetzt sind die ja komplett leer hier. Ich frage, ob das auch so funktioniert. Tja. Ja, der ist schon wieder was voller. Nur 16. Alter, Biersackschlag ist noch zu klein. Deutet schlecht, ey, ganz ehrlich. Fahren die alle nicht, weil die hier wohnen und dann nicht hinkommen? Dann müsste ich halt eine Taxilinie noch reinbauen. Das verstehe ich nicht. Warum ist das hier schlecht? Die Linienbenutzung. Also, Einkaufsmöglichkeiten mittelmäßig ist in Ordnung ja eigentlich.
Wie ich das hier verbessere, weiß ich aber tatsächlich überhaupt nicht. Also zumindest weiß ich nicht. Klar, wenn das jetzt hier wächst, vielleicht gibt es dann mehr Arbeitsplätze, aber das kann ich ja nicht beeinflussen. So. Also nur indirekt. Alter, hier ist auf jeden Fall alles voll. So. Kabir sagt Schlag, du machst mir ein bisschen Kummer. Aber guck mal hier, wir haben 200.000 plus gemacht. War natürlich ein gutes Jahr wegen den Zügen. Und das hier war ein schlechtes Jahr. Also im Durchschnitt machen wir so 100.000 plus, oder nicht? Aber irgendwie wird es, mein Kontostand wirkt sich trotzdem nicht unbedingt positiver so. Was ist hier für Karawanenbildung? Das ist alles blöd. Jetzt wird der aber hier ziemlich voll. Vierundfünfzig immerhin. Vielleicht wirkt sich das jetzt nochmal aus, wenn die dann auch was mitbringen. Wenn die gleich wieder zurückfahren. Das wäre schön. So. 76. Oder die Arbeitsplätze hier, also ich muss da wirklich auch Baumaterial liefern oder Maschinen oder Treibstoff. Dann geht das wahrscheinlich mit den Arbeitsplätzen hoch. Wahrscheinlich ist Baumaterial am einfachsten zu liefern, ne? Aber was ist das hier zum Beispiel? Also Werkzeuge, klar, kann ich bestimmt irgendwo bauen. Aber dafür muss ich doch voll viel Geld in die Hand nehmen, oder nicht? Hier können wir Baumaterial herstellen aus Schlacke und Stein. Oder Schlacke und... Also es geht auch nur Stein. Wo gibt es denn Steinbruch? Hier zum Beispiel. Ist ein Steinbruch. Hierhin. Ist jetzt auch nicht so weit weg. So, machen die das jetzt hier eigentlich? Linie 5, ne? Sehr gut, die nehmen Sachen mit. Das will ich haben. Ah, das ist doch deutlich effizienter dann. Ey, Biersackschlag, ne? Was ist das für eine Scheißstadt? Es werden weniger, die da wohnen. Das werden einfach weniger. Was ist denn da los? Stadt am Fluss und es wird weniger. Das kann doch gar nicht sein.
Gitarre da. Was haben wir denn noch? Haben wir nicht auch... Hier haben wir Öl. Rohöl zumindest. Aber da im verarbeitenden Betrieb. Hier. Kann ich immerhin Treibstoff liefern, aber... Sind auch zwei Betriebe. Da könnte ich auch hier Steinbruch und das verbinden. So, jetzt müsstet ihr hier mal mehr kriegen. Dadurch, dass Linie 5 jetzt auch noch abliefert. Ach Leute, ey. Also hier Biersackschlag macht mir echt zu schaffen. Wieder einer weniger. Die haben eine gute Lebensmittelversorgung. Haben eine Anbindung, ja, um nach Neuen Heiligen zu kommen. Ey, was ist denn los mit den Leuten da? Die haben richtig am Sack. Bauen kann ich halt nix. Muss nicht unbedingt noch weitere Kredite aufnehmen jetzt. Also hier die Linie Neuenheiligen, Matzenbach ist eigentlich ganz okay. Hier die ist scheiße, runter nach Biersackschlag. Ey, ich verstehe aber nicht, also das ist eine... Die sind doch am Fluss, das muss doch eine boomende Stadt sein. Vielleicht muss ich den Baumaterial liefern, ja, aber wie mache ich das denn? Ohne Geld. Ist Holz eigentlich Baumaterial, wenn ich hier... Hier sagt Schlag Wald. Produkt Holz. Aber da brauche ich doch bestimmt noch... Hier. Sägewerk. Dann habe ich... Bretter. Wofür brauche ich denn Bretter? Ist das... Bretter, ist das Baumaterial? Können diese Baumaterialstuppen, machen die aus Brettern auch Baumaterial aus? Nee. Hier werden Bretter gebraucht. Kann ich einfach Bretter hier hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Sind wieder zwei dazugekommen. Biersackschlag boomt! Hier ist jetzt auch einiges im Lager, dadurch, dass jetzt Linie 5 dann auch mal austickt. Hier sind dann immer noch nicht alle voll, weil das muss jetzt natürlich auch noch verarbeitet werden. Ganz klar. Aber Biersackschlag wird jetzt gut versorgt, glaube ich. In naher Zukunft. Aber ihr seht, wir machen trotzdem noch Plus. Schon liegt auf noch. 54. Also das hier scheint sich momentan so ein bisschen in den 50er-Bereich einzupendeln. Oh, da wollen 44 Leute von Biersackschlag nach Neuenheiligen. Das sind die, die hier weg wollen. Warum auch immer. Es wird sich rum... Ach, sind schon wieder 182. Ich sag ja, es wird sich jetzt rumsprechen. Biersackschlag ist die neue Metropole, Leute. Da lohnt es sich. Da wird auch schon wieder gebaut. Da lohnt es sich zu wohnen. Freunde der Nacht. Und hier auch. Oh. Arbeitslose wohnen hier. Ja. Will man machen. Kannst du nichts machen. Ah, guck, jetzt ist hier auf jeden Fall ein bisschen was auf Vorrat an Lebensmitteln. Das ist auch schon mal gut. Ah, 167.000 haben wir gemacht in dem Jahr. 59. Das ist doch schon etwas.
Matzenbach 245, waren glaube ich bei den 30ern, als ich das letzte Mal geguckt habe. Von den Straßen her, sieht genauso aus, ne? Hat sich wirklich was verändert. Tja. Überlege immer noch. Ich überlege. Alter, wie viel ist hier auf Lager, ey? Guck dich das mal an. Ja, crazy. Ohne Ende Stuff. Werden halt immer mehr Kosten, so, ne? Das muss man natürlich sehen. Und es kommt jetzt momentan wenig Neues dazu. Das ist natürlich blöd. Hier die 44 bringen nochmal Kohle. Linie 2, 30. Ah, fast ins Plus kommen wir gleich. Da. Zack. Wir sind bei... Ah, aber guck mal, nimm's ja. Wir waren kurz im Plus, liebe Freunde. Und damit beende ich diese Folge. Wir waren kurz im Plus. Also wir machen Plus. Es ist aber trotzdem natürlich schwierig, jetzt hier rauszukommen, glaube ich. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, euer Brilli. Und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Tipps habt, gerne da lassen. Tschüss.